Vielen Dank an Don Scholze, dass er im Atomstreit zwischen Lindner und Habeck endlich einmal eingegriffen hat. Wurde ja auch langsam Zeit. Aber wie haben Sie den Streit denn nun beendet? Ich habe Ihnen ein Angebot gemacht, das Sie nicht ablehnen können. Was denn? Mit Betonschuhen ins Meer? Oder ein Pferdekopf im Bett? Schlimmer, ich habe von meiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Außerdem habe ich beiden ein Jahr Instagram-Verbot angedroht. Haben Sie keine Angst, dass das Ärger gibt? Ärger ist mein zweiter Vorname. Hä? Ich dachte, der wäre Schlaftablette. Herzlich willkommen zu Extra 3. So, es geht also doch. Olaf Scholz hat ein Machtwort gesprochen. Alle drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland werden bis Mitte April am Netz bleiben. Punkt. Das ist eine Jobgarantie. Davon kann Liz Truss nur träumen. Damit kommt Olaf Scholz beiden Streithähnen entgegen. Die Grünen bekommen den Atomausstieg ab Mitte April. Und die Liberalen bekommen ein drittes laufendes Kraftwerk bis dahin. Ein scholzomonisches Urteil, möchte ich sagen. Scholz hatte ja dem Streit in der Ampelkoalition erstaunlich lange entspannt zugesehen. Und hatte Olaf Scholz nicht mal vor längerer Zeit gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie auch, hat er gesagt. Was er nicht gesagt hat, für eine schnelle Lieferung muss man offenbar Olaf Prime-Kunde sein. Ich denke aber, er hat die Zeit genutzt, er hat ausführlich nachgedacht in der Zwischenzeit. Olaf Scholz weiß ja sonst immer schon sehr, sehr früh, was Sache ist. Ja, wusste er zum Beispiel auch bei Putin, dass der ernst machen würde. Ich war mir immer sicher, dass er das tun würde. Und deshalb habe ich mir schon im Dezember die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn Russland kein Gas mehr liefert? Scholz wusste schon im Dezember, dass Putin den Krieg anfangen würde. 2 Monate vorher. Wahnsinn. In seiner Heimatstadt Hamburg nennt man ihn ja auch das Orakel von Elfi. Wir halten fest, wir haben einen Bundeskanzler, der nicht mehr weiß, wen er im Cum-Ex-Skandal zum Kaffee getroffen hat, der aber genau weiß, was in 2 Monaten passieren wird. Vielleicht sollte er Lotto spielen. Dann tippt er immer die richtigen Zahlen. So kriegen wir auch noch den Gaspreisdeckel finanziert. Die Ampel kann zwar keine Atome spalten, aber das Atomthema hätte die Ampel spalten können. Ich glaube, deswegen war diese Entscheidung, war dieses Machtwort richtig. Denn auch wenn dieses dritte Atomkraftwerk nur sehr marginal zum Stromaufkommen beiträgt, die Angst vor einem Blackout, die ist ja groß in Deutschland. Ein Blackout, was würde passieren? Kein Strom mehr im Winter. Es würde ausfallen. Kein Strom, das hieße kein Insta mehr, keine Playstation mehr. Kein Anne Will mehr. Und Nachteile hätte das natürlich auch. Ja, und diesen Blackout, den hätte dann die FDP natürlich genüsslich den Grünen in die Schuhe geschoben. Hier, ihr wolltet ja nicht. Jetzt müssen die Grünen direkt nach ihrem Parteitag mal wieder eine Kröte mehr schlucken. Das ist nicht leicht. Es tut der grünen Seele weh, auch wenn es hauptsächlich um Symbolik geht. Ja, ein Kraftwerk mehr bis April. Aber man muss das verstehen. Viele Grüne haben sich früher an Schienen gekettet, um gegen die Atomkraft zu demonstrieren. Ja, die haben teilweise mehr Zeit auf Schienen verbracht als ein deutscher ICE. Das muss man sich immer klar machen. Und die Grünen ohne Anti-Atomkraft-Bewegung, das ist wie die Linke ohne Verstaatlichung, wie die AfD ohne Ausländerhass. Wie die SPD ohne Bergmannslieder oder wie die FDP mit Vermögenssteuer. Kaum vorstellbar. Und es gab ja zuletzt auch immer mehr Kritik an der sturen grünen Haltung zu den AKW. Zuletzt sogar, und das war hart, von Greta Thunberg. Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass es ein Fehler wäre, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden. Und das hat den Effekt, dass Greta nun von der FDP gefeiert wird. Christian Lindner hat getwittert: Ich begrüße den Zuspruch der Fridays for Future-Initiatorin Greta Thunberg für die FDP-Position, unsere Kernkraftwerke am Netz zu lassen. Wie, Greta ist jetzt in der FDP, oder was? Hoffentlich versucht Lindner, Greta nicht noch mehr zu vereinnahmen. Dann gibt es demnächst noch Schulstreik für Tankrabatt. Vom schwärmerischen Aufbruch der Ampelkoalition von vor einem Jahr ist jedenfalls nichts mehr übrig. Der Streit ist erstmal beigelegt, aber er schwelt natürlich weiter. Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Ego-Trip wieder alles ins Wanken bringt. Und das in einer Situation, in der es ja nun wirklich eine tatkräftige Regierung bräuchte. Extra 3 präsentiert
Eine atemberaubende Geschichte, auf die alle sehnsüchtig gewartet haben. Sehen Sie Liberales vom Orden der FDP. Soziales vom Geschlecht der SPD. Und Florales vom Bündnis 90 Die Grünen. In Die drei Musketiere der Ampel. Tapfer bestreiten sie gemeinsam ihren Weg durch die Untiefen des Regierungswaldes. Doch plötzlich droht Gefahr für das ganze Land. Ich sagte, plötzlich droht Gefahr für das ganze Land. Hey, einer für alle. Alle für einen. Ein unzertrennliches Trio. Bereit für... Alle für einen? Ich meine, wir sagen das einfach immer so, aber wer soll das überhaupt sein? Ja, wer soll das denn wohl sein? Der kleine Mann natürlich. Quatsch, der Naturschützer. Ja, aber der ist dann ja gar kein Porsche-Fahrer. Also meinen Degen habt ihr nicht. Vielleicht einen naturschützenden Kleinen. Oder einen kleinen Naturschützer. Der einen Elektro-Porsche fährt. Hallo. Warum fängst du jetzt wieder Streit an? Das frage ich mich. Selbst Kinski war professioneller als die. Leute, Leute, ihr seid Helden in einem Film und müsst verdammt noch mal alle retten. Okay, okay, ist ja gut. Beruhig dich mal wieder. Kommt, wir gehen los und wir machen, was Musketiere eben so machen. Mir nach. Aha. Lieber ab durch die Mitte. Nein, nicht durch die Mitte. Hast du noch eine viel längere Laufzeit. Immer diese Extrawürste. Ja, und dann noch nicht mal vegan. Na und? Ein Liberales geht auch mal seinen eigenen Weg. Nein! Liberales! Tja, die drei Musketiere der Ampel quälen sie leider noch bis Herbst 2025 im Kino ihrer Wahl. Das kann doch nicht angehen! Hören jetzt und mehr nach! Ein Film von Patricia Kümpel und Tim Grunendorf. Irgendwie gibt es jetzt nur Verlierer. Die FDP muss die Atomkraft begraben, die Grünen müssen sich vorübergehend auf ein drittes Atomkraftwerk einlassen und im nächsten Jahr wird vermutlich alles nochmal ganz neu diskutiert. Dennoch, ich kann mir beim besten Willen, wirklich, ich kann es mir dennoch nicht vorstellen, dass die Grünen wegen dieses Atomstreits die Koalition platzen lassen. Am Ende sind die Grünen doch immer recht flexibel. Überlegen Sie mal, auch der Pazifismus gehörte mal zum grünen Markenkern. Früher flogen da Farbbeutel. Heute haben die Grünen beim Parteitag eine Lichtdeko, die irgendwie schon aussieht wie ein Tarnnetz an der Front, oder? Und Strom werden wir weiter brauchen. Wir werden wahrscheinlich noch viel mehr Strom brauchen. Das werden auch die Grünen zugeben müssen. Wenn man sich anschaut, was geplant ist, die meisten Heizungen sollen in Zukunft Wärmepumpen sein. Das braucht sehr viel Strom. Die Autos sollen alle elektrisch fahren. Braucht sehr viel Strom. Und auch Parteichef Omid Nuripur als DJ braucht Strom. Selbstverständlich. Er braucht viel Strom. Wo kann der herkommen? Gaskraftwerke produzieren CO2. Russisches Gas gibt es eh nicht mehr. Amerikanisches Flüssigerdgas ist auf Dauer nun wirklich keine Lösung. Und jetzt noch mehr Kohle zu verstromen, ist unter Klimagesichtspunkten der absolute Wahnsinn. Ich denke, für den Preis am Ende einigermaßen das Klima zu retten, sollten die Grünen auch bereit sein, Jürgen Trittin noch ein paar Mal vor Wackersdorf wegtragen zu lassen. Und sie tragen ja sowieso gern. Sie tragen auch gern Verantwortung inzwischen. Da sind sie richtig stolz drauf. Es passt auch zu den Grünen. Denn, so sagte Ricarda Lang auf dem Parteitag. Denn mit dem Klimaschutz, mit unserer Gründungsaufgabe, mit unserem Ansatz der grünen Politik, ist uns die Verantwortung noch in die DNA geschrieben. Und ja, deshalb übernehmen wir sie auch da, wo es schwierig für uns wird. Wer sich in den Sturm stellt, der kann auch mal nass werden. Genau. Wer sich in den Sturm stellt, kann auch mal nass werden. Sturm, so heißt das ja, was da so vom Himmel runterfällt. Ne? Ja, ja, ich glaube schon. Und wer im Schatten steht, der wird schnell eingeschneit. Weiß man ja. Also, nein, Sturm ist bekannt, soweit Sturm natürlich. Gerade jetzt im Herbst, wenn die Blätter fallen. Und wer weht die Blätter weg? Ricarda Lang würde sagen, der Regen. Aber es ist natürlich der Laubbläser. Ja, es ist Laubbläserzeit. Der Laubbläser, die Harke für Faule oder für Taube. Oder die, die es noch werden wollen. Der Laubbläser, ich nenne ihn immer den SUV unter den Gartengeräten. Aber Vorsicht, liebe Kinder. Laubbläser haben so ihre Tücken. Laubbläser sind nicht nur laut und nervig, wenn euer Papa die benutzt. Nein, sie haben auch noch andere Nebenwirkungen.
Laubbläser wirbeln alles auf, was auf dem Boden liegt. Also zum Beispiel auch Hundekot. Darin können Krankheitserreger sein, die so in die Luft kommen und die, die die Geräte benutzen, krank machen können. Ja. Ja, ja. Nicht jeder, der einem beim Herbstspaziergang entgegenkommt, hat von Natur aus Sommersprossen. Viele sind auch nur zu nah an Laubbläser. Vorbeigelaufen. Also, ja, Laubbläser. Vielleicht kann man es so definieren. Laubbläser ist das, was dabei rauskommt, wenn man eine Penisverlängerung mit einem Föhn kreuzt. Und ist es nicht seltsam? Während die Heizungen auf Sparflamme betrieben werden, die Straßenlaternen gedimmt werden, während darüber nachgedacht wird, auf Weihnachtsbeleuchtung komplett zu verzichten, während allgemein und überall zum Energiesparen aufgerufen wird, da röhren die Laubbläser weiterhin nur so durch die Gegend. Ziehen Sie sich warm an. Es ist wieder soweit. Sie kommen. Laubbusters. Blätter! Wir kommen sofort. Der Blattbuster des Jahres. Wie jedes Jahr im Herbst. Die 12.000. Fortsetzung des Filmklassikers Laubbusters! Die Blätterjäger. Kein Blatt ist vor den Laubbusters sicher. Sehen Sie auch in diesem Sequel die kultigen Spezialwaffen Laubbläser. Let me tell you something. Busting makes me feel good. Entschuldigung. Hi, hallo. Ich bin der Zeitgeist. Was willst du denn hier? Eure Laubbläser da. Also die sind total gegen mich. Also gegen den Zeitgeist. Leute, was für Energiefresser. Das in unserer heutigen Zeit? Come on. Und wie klimaschädlich diese Dinger sind. Diese schauerlichen... Was bist du denn für ein Quälgeist? Wir bekämpfen und beseitigen hier ein krasses Problem. Aha. Ein Problem ist der unbetäubende Lärm. Ja. Ihr wisst schon, dass Laubbläser bis zu 110 Dezibel erreichen können. Und vom Gestank und den Abgasen. Schädlich für Nutzer und Natur. Was hat er gesagt? Was sagst du? Liebe Leute. Habt ihr was gesagt? Ihr wisst schon, dass eure Rohrmonster da mega viele Kleintiere töten. Ne? Und alles nur, weil man zu faul ist, ein paar Blätter mit dem Besen wegzumachen. Da sag ich mir, nee. Also, viel zu viel Energie verbrauchen, dabei laut und rücksichtslos sein. Und das Problem nicht lösen, sondern von A nach B verlagern. Entspricht doch total dem Zeitgeist. Machen wir bei Klimakrise, Rentenpolitik oder Bildung ja auch so. Also, das stimmt ja total. Sie haben vollkommen recht. Oh. Der Horror, den Sie überall sehen und hören werden, ob Sie wollen oder nicht. Laubbusters! Jetzt bei Ihnen in der Nachbarschaft. Freddy Radeke und Jakob Leube. Seit 5 Jahren gibt es die MeToo-Bewegung und es hat sich einiges getan. Außer bei Wolfgang Kubicki. Wolfgang Kubicki ist ja der Mann, der immer aus der Garage gefahren wird, wenn die FDP mal Gefahr läuft, kurz etwas zu seriös rüberzukommen. Silvana Koch-Merin hat über eine seltsame Begegnung mit Wolfgang Kubicki ausgepackt. Halten Sie sich fest, offenbar ist Wolfgang Kubicki gar nicht der fortschrittliche Feminist, für den wir ihn immer gehalten haben. Was war passiert? Kubicki suchte vor einigen Jahren für die FDP eine neue Generalsekretärin und irgendwie kam ihm da seine Parteifreundin Silvana Koch-Merin in den Sinn. Ich habe sie angerufen und habe gesagt, wir müssen mal darüber sprechen, wir brauchen eine Generalsekretärin der FDP. Wie wäre es, wenn Sie sich mal darüber Gedanken machen? Dann hat sie gesagt, kommen Sie nach Brüssel, wir reden drüber. Dann trafen wir uns zum Kaffee, dann habe ich mit ihr geflirtet und urplötzlich stand so ein Typ neben mir, der dreimal so groß war wie ich und zweimal so breit. Okay. Und der auch ziemlich durchtrainiert aussah. Dann habe ich mir gedacht, ist vielleicht doch besser, du gehst. Also Sie fänden es okay heute noch? Zu flirten? Immer. Immer? Ja, ganz entspannte Situation. Ein wichtiger älterer Mann einer Partei bietet einer jungen Frau an, Generalsekretärin der FDP zu werden und baggert sie dabei an, bis deren Mann dazu kommt. Da sagen viele, das ist ekelhaft, einer Frau so ein fieses Amt anzubieten. Und das Anbaggern kommt natürlich auch noch dazu. Aber
Er sieht da überhaupt kein Problem. Auch heute noch nicht. Flirten? Immer. Wahrscheinlich ist er auf dem Weg nach Brüssel im Auto noch mal seine besten Anmachsprüche durchgegangen. Hallo, ich bin der Wolfgang. In den Namen steckt ein Wolf drin. Oder mein Motto ist Erotik first, Bedenken second. Oder darf ich dir nachher noch meine 5%-Hürde zeigen? Oder? Heute bewertet Silvana Koch-Merin die Situation auch ganz anders als damals. Das Problem ist ja folgendes, dass ich mir vor etwa 20 Jahren sehr gewieft, sehr schlau, stark vorkam, dass ich gesagt habe, so, ich bitte meinen Mann, nach ungefähr einer Stunde mal vorbeizuschauen, weil ich schon vermutete, da ist mehr im Spiel. Ich habe das gar nicht als Problem empfunden. Ich habe es gar nicht als Problem wahrgenommen. Und das ist auch genau das Problem. Das ist ja das Problem. Wenn meine Töchter mir heute erzählen würden, sie hätten einen solchen Termin und würden solche drumherum Maßnahmen ergreifen, würde ich mich sehr erschrecken. Ja, ich denke, da kann man sich auch erschrecken. Und interessant, es muss erst ein Typ kommen, der die Frau beschützt. Der eine baggert, der andere verteidigt. Sie sitzt in der Mitte und rührt in ihrem Irish Coffee, bis die Männer einig sind, wem die Schnalle gehört. Was soll das? Ja, und Kubicki findet das auch heute noch vollkommen okay. Ich finde, das ist eine gute Nachricht. Mit dem Frauenbild kann die FDP die absolute Mehrheit gewinnen. Die schlechte Nachricht nur in Saudi-Arabien. Ich finde, dafür sollte Wolfgang Kubicki den goldenen Rainer-Brüderle-Preis für Sexismus in der FDP verliehen bekommen. Der Mann ist einfach, ja, er ist das Musterbeispiel eines alten weißen Mannes. Und ich meine ja nicht Männer, die einfach zufällig alt und weiß sind, Sie wissen schon. Ich meine es im Sinne von alte weiße Männer, die nicht begreifen wollen, dass sich Dinge auch verändern, die die Wahrheit für sich gepachtet haben, mit einem riesen Ego durch die Welt laufen, die keine Kritik annehmen, die sofort Schnappatmung kriegen, wenn es um Frauenquoten geht, die die Welt in Gut und Böse einteilen und auch sonst sehr binär denken. Und wenn irgendwo gegendert wird, dann dekompensieren sie. Total. Der alte weiße Mann weiß, glaube ich, selber, dass er keine Zukunft hat. Er kämpft aber händeringend um eine Laufzeitverlängerung. Uns zugeschaltet ist jetzt der selbsternannte Cheflobbyist aller alten weißen Männer, Ulf Köpke. Guten Abend, Herr Köpke. Ja, hallo. Herr Köpke, als ich vor ein paar Wochen in einer Moderation gegendert habe, bekamen wir 2473 kritische Mails. Ja, das zeigt ja, wie wichtig den Leuten das ist. Und zwar alle von Ihnen. Ach so, ja. Ich habe mich nämlich gefragt, ob es nichts Wichtigeres gibt als dieses blöde Gendern. Ich meine Arbeitslosigkeit, Kriminalität. Oder Whataboutism? Ja, genau. Oder Drogen. Oder Arbeitslosigkeit und Kriminalität. Ja, ja, natürlich. Sie finden also, das Thema Gendern ist reine Zeitverschwendung. Genau. Und schreiben deshalb 2000 E-Mails. Genau. Okay. Warum ist Ihnen denn so wichtig, dass Gendern so unwichtig ist? Na, weil ich finde, dass Gendern die deutsche Sprache verhunzt. Früher gab es die Außenminister und die Innenminister und heute gibt es die AußenministerInnen. Ist doch verwirrend. Aber AußenministerInnen lässt die Möglichkeit offen, dass einer davon eine Frau ist. Ja, aber die sind doch in der männlichen Form mitgemeint und überhaupt diese gegenderte Innenform diskriminiert doch ganz oft die Männer. Genau wegen sowas bin ich auch Cheflobbyist von allen alten weißen Männern geworden. Wenn ich sage, die besten KöchInnen der Lausitz, dann ist es ja nur die weibliche Form mit einer kleinen Pause in der Mitte. KöchInnen. Die Köche, also die Männer, kommen da gar nicht vor. Naja, vielleicht sind die Männer in der weiblichen Form ja mitgemeint. Naja, ist auch egal. Jedenfalls wird heutzutage jede Minderheit dermaßen bevorzugt. Ich meine, Diversität überall. Sogar die CDU macht jetzt Frauenquote. Und wir alten weißen Männer dürfen nicht mal einen Indianer im Fernsehen spielen. Haben Sie das früher häufiger gemacht? Was? Nee, aber Per Bries halt und Gojko Mitic, der Arme, der muss jetzt auf seine alten Tage noch umlernen und Weiße spielen. Aber das ist alles diese systematische Benachteiligung alter weißer Männer. Was genau fordern Sie denn als Cheflobbyist? Ich fordere eine alte weiße Männerquote bei jungen, wohnungssuchenden Familien mit Migrationshintergrund. Bei den Kölner Funkenmariechen, beim Ballett Schwansee und beim lesbischen Schachverband Mecklenburg-Vorpommern. Lesbischer Schachverband. Oder lesbischer Skatverein. Oder Romy oder Kanaster. Da wollen wir mal nicht so sein. Oder hier bei Extra 3. Ach, das ist hier nicht nötig. Wir haben seit Jahren nur alte, weiße Moderatoren. Ach, dafür steht die 3 in Extra 3.
Alt, weiß, männlich. Na dann, voller Erfolg. Mission accomplished. Ja, das Mission haben wir da vielleicht nicht so accomplished. Aber vielen Dank für das Gespräch, Ulf Köpke. Gerne. Vielleicht sollte man den alten weißen Mann unter Denkmalschutz stellen. Sehr viele Gebäude in der Lutherstadt Wittenberg stehen bereits unter Denkmalschutz, was sie allerdings nicht immer vor Verunstaltung schützt. Daniel Sprenger. Wittenberg, die Lutherstadt. Hier lebt das Mittelalter noch. Und auch der Jugendstil kommt prachtvoll zur Geltung, wie etwa am Luther-Melanchthon-Gymnasium. Das Gebäude ist von 1888 und zählt nicht zuletzt auch durch die Aula und das große Bild im Inneren zu einem der wertvollsten Denkmäler, die die Lutherstadt Wittenberg vorzuweisen hat. Für 15 Millionen Euro wurde alles denkmalgerecht instand gesetzt. Getreu dem Motto der Stadt Wittenberg, schön wie nie. Das gesamte Gebäude mit seinem Areal ist so schön wie nie. Absolut, gerade auch auf der Rückseite, wo vor der historischen Fassade etwas gänzlich Neues geschaffen wurde. Furchtbar. Also, bevor sie angefangen haben zu bauen, habe ich mich auch gefragt, was das werden soll. In der Achterbahn. Ja. Nee, das futuristisch anmutende Konstrukt erfüllt einen ganz profanen Nutzen, wie der Landrat als Bauherr erklärt. Das ist der zweite Rettungsweg für das Melanchthon-Gebäude. Bei Schulen, gerade über mehrere Etagen, müssen sie innerhalb kurzer Zeit evakuieren können. Und da ist zusätzlich zum ersten Rettungsweg, das ist das normale Treppenhaus, der zweite Rettungsweg notwendig. Und den baut man für gewöhnlich außerhalb an. Für gewöhnlich außerhalb und hier eben außergewöhnlich auffällig. Der noch nicht ganz fertige Rettungsweg hat daher auch einen besonderen Namen bekommen. Bei fachlichen Austauschen reden wir immer noch über den zweiten Rettungsweg. Und das ist aber auch der Skywalk in Wittenberg. Ah, Skywalk. Ja, das passt für einen Science-Fiction-Film. Und für die zukunftsgerichteten Skywalker in Wittenberg. Die Optik, die hier für 450.000 Euro geschaffen wurde, begeistert. Also ich finde das auf jeden Fall nicht so schön. Wie sieht denn das aus? Zu dem Gebäudestil passt meiner Meinung nach nicht diese gewaltige Stahlkonstruktion aus Grundmaterial oder Rohren. Ich frage mich auch, ob da nicht was anderes gepasst hätte, aber... Die zweite Variante war eine einfache Stahlkonstruktion. Das hätte aber zu einer erheblichen Verschattung geführt. Innen verschatten geht gar nicht. Lieber außen verschönern. Wittenberg ist nun mal die Stadt der Wagemutigen. Zu sowas gehört auch immer ein bisschen Mut dazu, eben nicht nur immer Standard zu machen. Früher war es Luther mit seinen mutigen 95 Thesen an der Tür der Schlosskirche. Heute ist es der Landkreis mit seinem einzigartigen Skywalk. So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wer immer noch glaubt, dass Ego-Shooter am Computer aggressiv machen, hat noch nicht eine Grundsteuererklärung mit Elster gemacht. Immobilienbesitzer. Und natürlich auch Besitzerinnen werden noch lange an diese Zeit zurückdenken, an die Abgabe ihrer Grundsteuerfeststellungserklärung. Die Frist für die Abgabe wurde jetzt verlängert bis Ende Januar, das heißt noch 3 Monate. Also für alle, die ohne Hilfe heute damit anfangen, denen kann man sagen, für die gibt es eine kleine Chance, den ganzen Mist bis dahin fertig zu kriegen, wenn sie sich ab jetzt Vollzeit damit beschäftigen. Worum geht es? Alle Menschen, die in Deutschland Grundstücke und Immobilien besitzen, müssen Grundsteuer zahlen. Hier eine kleine Erklärung für alle Menschen unter 30 Jahren. Früher konnten Menschen Immobilien noch besitzen, weil man sie mit einem normalen Gehalt bezahlen konnte. Ja? Wohnungen, Häuser, man konnte die kaufen, so nannte man das früher. Das geht für Jüngere heute nicht mehr. Die können höchstens erben oder lebenslang zur Miete wohnen. Was ist die Grundsteuer? Steuern werden ja auf alles Mögliche erhoben. Aufs Einkommen zahlt man Einkommensteuer, auf Tabak Tabaksteuer, für Kraftfahrzeuge Kraftfahrzeugsteuer und aus irgendeinem Grund halt auch die Grundsteuer. Und für diesen Karlauer wird nun auch zu Recht eine Karlauer Steuer fällig. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass die Grundsteuer neu erhoben werden muss, denn die Versäumnisse liegen lange zurück. In der Bundesrepublik wurden die Grundstückswerte 1964 zuletzt berechnet. Im Osten galten die Werte von 1935.
Ist ein Problem. Leider orientiert sich einiges in Ostdeutschland noch an den Werten von 1935. Und nun ist es so, für die Neuberechnung müssen Daten gesammelt werden. Da braucht man zum Beispiel die Flurkarte, man braucht den Grundbucheintrag, Steuernummer, Quadratmeterzahl, Denkmalschutz ist auch wichtig, das Verhältnis von Wohn- zu Nutzfläche, der Bodenrichtwert und, und. Und diese Daten liegen bei unterschiedlichen Ämtern, Finanzämtern, Katasterämtern, Grundbuchämtern und Veterinärämtern, weil man von dieser ganzen Bürokratie einen Affen kriegt. Und all diese Daten müssen die Bürgerinnen und Bürger selbst zusammentragen und in Formulare eintragen. Und das ist nicht etwa bundesweit einheitlich geregelt. Nein, es soll ja Spaß machen. Es gibt 7 verschiedene Verfahren für die Grundsteuererklärung, je nach Bundesland. Ja, für die Leute, die zum Beispiel mehrere Immobilien in verschiedenen Bundesländern haben, weil sie zum Beispiel irgendwo anders eine Immobilie geerbt haben, für die heißt das, jetzt haben sie so richtig Spaß. Es gibt das Bundesmodell, es gibt das Bundesmodell mit Abweichungen, es gibt das Bodenwertmodell, das Flächenmodell, es gibt das Flächenfaktormodell, es gibt das Flächenlagemodell und es gibt das Wohnlagenmodell. Und das Melden der Grundsteuer ist für die insgesamt um die 35 Millionen Objekte teilweise wirklich sehr, sehr kompliziert. Wir haben oben 2 Gauben. Die eine Seite ist 95 hoch, die andere Seite ist 1,30 Meter hoch und in der Mitte haben wir einen Schornstein, 85 mal 42. So, wohne ich in den Schornstein, wohne ich nicht, nehme ich den raus oder lasse ich ihn drin? Das sind Fragen, mit denen sich viele Deutsche gerade beschäftigen. Mit Fragen wie, wohne ich im Schornstein? Und wenn ja, gelte ich dann offiziell als Weihnachtsmann und muss ein Gewerbe anmelden? Das Schlimmste ist, man muss die Erklärung elektronisch machen. Sie muss elektronisch abgegeben werden, diese Erklärung. Leider fehlt dafür vielen das technische Know-how, vor allem den Ämtern. Klar, so kann man Digitalisierung auch vorantreiben. Man stellt einfach ein paar Millionen unbezahlte Praktikantinnen und Praktikanten ein. Großartig. Viele Menschen haben kein Internet. Auch das sollte man nicht vergessen. Gerade Ältere. Oder haben keinen Computer. Diese Menschen sind darauf angewiesen, dass ihnen andere helfen. Ist das womöglich sogar die Idee dahinter? Sag mal, Papa, wo ist denn der Grundriss von deinem Haus? Keine Ahnung. Ihr Finanzamt informiert. Dank der Grundsteuerreform kommen Sie und Ihre Familie endlich mal wieder zusammen zum gemeinsamen Rätselraten. Papa, weißt du das? Auch nicht, ne? Gehört der Balkon denn überhaupt zur Wohnfläche dazu? Und das soll Papa alles online eingeben? Online? Ja! Und nachdem Sie sich bei Elster über ein paar schnelle Verifizierungsverfahren angemeldet haben, geht der Spaß erst richtig los. Jetzt müssen Sie die Dachschrägen kalkulieren und die Treppenabsätze rausrechnen. Bonusfrage: Kennen Sie überhaupt Ihr Flurstück im Liegenschaftskataster? Flurstück? Mein Vater hat nur einen Flur. Also ein Stück Flur. Oder, Papa? Weiß nicht. Dafür braucht man doch einen Steuerberater. Oder eine große Familie. Alle können dazukommen. Die hochbegabte Enkelin mit großem Latinum, der Mathe-studierte Streberneffe und die Cousine mit 3 Doktortiteln in Physik. Gemeinsam schaffen sie die Grundsteueranmeldung mit links. 3,30 Meter. Aber es ist viel zu voll und viel zu laut. Ja, aber so leistet unsere Grundsteuerreform immerhin auch einen Beitrag zum Energiesparen, weil sie nur ein Haus heizen müssen. Außerdem verbringen die Kids weniger Zeit am Handy, weil die YouTube-Tutorials nach kurzer Zeit den Akku aufbrauchen. Opa, hast du eine Powerbank? Nee, Sparkasse. Hä? Wer soll das denn verstehen? Bodenrichtwertbemessung, Flächenfaktormodell? Was? Toll, oder? So lernen Sie gemeinsam als Familie sogar noch eine neue Fremdsprache: Behördendeutsch. Dank unserer deutschen Grundsteuerreform. Das war ein Film von Oliver Gurke und Sebastian Stille und der Feierstrahl. Bis nächste Woche. Sag mal,
Hast du das Video jetzt wirklich ganz bis zum Ende geguckt? Ist ja irre. Wir haben hier Wetten abgeschlossen, ob du wirklich ganz bis zum Schluss dranbleibst. Ist dran geblieben. Wahnsinn. Ja, wenn das so ist, dann habe ich was für dich. Mehr von Extra 3 gibt es hier. Und hier kannst du den Kanal abonnieren. Ja, wirklich, bis ganz zum Schluss, wenn ich es noch sage.